Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Eigentlich wollte ich von da hinten aus starten, wollte zumindest schon mal dieses Gebäude hier unbemerkt erreichen, um euch wenigstens ein bisschen was zu ersparen. Und dann hat eins zum anderen geführt und hier sind eine Menge Wachen hergekommen. Ich habe sie alle ganz einfach nacheinander erledigt, indem ich hier raufgeklettert bin, dann auf sie draufgesprungen, diesen Adlerangriff gemacht und sie bewusstlos geschlagen. So, und jetzt kann ich das Gebäude betreten. Spielen später Würfel. Nee, Auch diesmal Lust? nicht. Ups. Ich weiß nicht, ob das Zivilisten sind oder nicht. Aber ich will es lieber nicht riskieren. Hopp. Okay. Halle. War hier ein Stolperdraht? Oder hat er sie ausgelöst bereits? Ja. Ja, er hat sie schon ausgelöst. Na dann. Gut, dass er es war und nicht ich, würde ich sagen. Ha. Sucks to be you und so. Ich hole morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? So. Gut. Werden hier Blutfliegen gehalten oder was? Wollen die hier ihr eigenes Vermögen mit Blutsteinen machen oder was? Ich will es nicht hoffen. Ist hier einer? Sieht nicht so aus. Ja, die Karte habe ich schon. Sind normale Armbrustbolzen gut. Schade, keine Betäubungsbolzen. Springminen. Ja. Benutze ich, zack, gut ist. Resonanzhülsen, stechende Bolzen. Knochenartefakt, Akrobat. Erstmal gucken, was das macht. Klettergeschwindigkeit ist leicht erhöht. Das hört sich auch sehr nützlich an. Tausche ich mal dagegen ein. So, günstige Gelegenheit. Ich habe einen neuen Auftrag für jemanden mit ihren einzigartigen Talenten. Ich möchte, dass sie den kaiserlichen Kon dass sie den im Ko kaiserlichen Konservatorium angestellten alten Roseborough-Prototyp beschaffen. Er ist gut geschützt, aber ich verdopple den Finderlohn. Bringen Sie ihn mir in den Laden. MV. Okay. Bring den Roseborough-Prototyp an dich. Durchsuche den letzten bekannten Aufenthaltsort des Partners. Tja. Wo ist er aber jetzt? Ja, hinter der Lichtwand. Alles klar. Elfenbeinschnitzerei, nicht schlecht. Sehr gut. Adamaya-Tinktur. Oh, Schublade. Ist da was drin? Nein, Mist. Hier, Badesalz. Badesalz. Hey, du wirst doch wohl genug Geld für Badesalz gehabt haben. Mano. Weil dann wäre es mein Geld gewesen. Na gut. War hier zufällig noch was im Gebäude? Irgendeine Rune oder ein Knochenartefakt? Nein. Okay, alles andere scheint sich im Gebäude gegenüber zu befinden. Oh, Moment, Leute, es hat eben an der Tür geklingelt. Uff, oh Mann. So, jetzt musste ich eine kurze, ordentliche Pause einlegen. Also nicht wirklich kurz, eigentlich. Oh, Hallöchen, was habe ich denn hier entdeckt? Nicht übel. Hier hatte ich ja schon alles, oder? Ja, wollte mich nur noch mal vergewissern. Wie gesagt, jetzt ist ein kleines bisschen mehr Zeit vergangen, als ich eigentlich geplant hatte. Ja, so kann man es auch machen, ne? Wir haben hier ja alles, ne? Jupp. Alles, was wir jetzt noch uns schnappen können, befindet sich vor uns. Also dann. Okay. Interessant. So kommen wir also auch über die Mauer. Ah, da sehe ich schon mal einen Eingang. So, da ist das Nebenziel und da hinten ist das Hauptziel.
Oh, da ist auch sogar ein Fenster, durch das ich klettern kann. Sollte ich vielleicht auch lieber so machen, denn meine Ziele scheinen sich auf diesem Stockwerk zu befinden. Das kaiserliche Konservatorium. Was verbergen diese Gemäuer? Ja, gute Frage. Erstmal Nachtsicht benutzen und gucken, ob hier irgendjemand rumläuft. Ich sehe da hinten auf jeden Fall das schon jemanden. Das Konservatorium wurde zu der Zeit gebaut, als ich nach Dunwall ging. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze. So ist es einfach, liebe Pamelia. Delilah trägt das Outsider-Zeichen. Und manches, was sie kann, geht auf uns über. Wow. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber wunde Finger beim Netze weben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu leben. Das stimmt natürlich. So kann man die Dinge sehen. Aber das hilft Lucinda nicht weiter, in Delilahs Gunst aufzusteigen. Das ist krass. Wer sind die? Die scheinen ganz besonders zu sein. Oder sind das einfach nur Hexen? Kann ja sein. Okay, die eine werde ich auf jeden Fall mit einem Betäubungsbolzen erledigen. So. Und ihre Kollegin. Nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Na komm, zeig dich schon. Ah, ja, das lief ja super. So, Ruhe. Tatsächlich, eine Hexe. Okay, und wie wir bereits gesehen haben, die sind in der Lage, Outsider-Kräfte zu benutzen. Vor denen sollten wir uns auf jeden Fall sehr in Acht nehmen. Na gut. Was haben wir hier? Roher Wahlknochen. Eine weitere Rune. Perfekt. Ist das schon mal perfekt. Ich versuche jetzt wirklich so ziemlich alles an Runen und Knochenartefakten mitzunehmen, was ich finden kann. Weil gerade Knochenartefakte, die sind verdammt nützlich. Hier schneller schleichen, schneller klettern, also da kann man sich doch überhaupt nicht beschweren, oder? Wenn ich ein kleines bisschen mehr Zeit damit verbringe, nach den Dingern Ausschau zu halten und sie zu finden. Wer weiß, vielleicht habe ich sogar das ein oder andere Knochenartefakt bereits verpasst, das mir sehr gut hätte weiterhelfen können. Ja, weiß man ja nicht. Okay, so. Erst einmal. Sehr gut, ey. Hier sind ja lauter Betäubungsbolzen. Super. Hätte ich mir mit der anderen keine Mühe geben brauchen. Ich bin ja mit meinen Betäubungsbolzen sehr sparsam. Man weiß ja nie, wann man die noch mal benutzen könnte. Oder richtig gebrauchen könnte. Deswegen mache ich es lieber so, dass ich mehrere Gegner mit den Dingern, also dass ich die Gegner erst einmal dezimiere mit den Dingern und dann kann ich die letzten ganz einfach so ausschalten. So, unfertiger Brief an Abigail. Abigail, liebe Cousine, wir brauchen ein paar Haare von ihm und ein Taschentuch. Fass alles so wenig wie möglich an, wickle es in Wachspapier und schicke es mir zu. Den Rest erledige ich. Das Pech soll ihn dann bis zu seinem Tod verfolgen. Keine Frau sollte so einen Tattergreis heiraten müssen. Wenn ich nur an seine widerlichen blauen Lippen denke, mein armes Täubchen. Aber Onkel Max hat endlich eingesehen, dass die Hochzeit ein Fehler war. Ich schicke dir auch etwas für deinen Teint, Alicia. Oh jo. Super. Jetzt fangen die schon an, quasi Aufträge zu erfüllen. Naja gut, bei einer erzwungenen Ehe kann man es ein bisschen nachvollziehen, aber da kann ja der Mann genauso wenig was für, denke ich, oder? Es sei denn, er hat's arrangiert. Naja, will ich jetzt auch nicht zu sehr drüber nachdenken. Unsere Naturphilosophen von Kenneth Oben. Schau oder Oberschau? Keine Ahnung. Es gibt für alles ein Heilmittel. Die Frage ist nur, welches Opfer ist es wert?
Als Anton Sokolov diese Worte sprach, hatte Gristle gerade mit der schlimmsten Seuche des Jahrhunderts zu kämpfen. Die Hospitäler waren überlastet und unter den Bürgern in der Stadt hatte sich Panik ausgebreitet. Schlussendlich gelang es Sokolov und Piero Joplin, ein Gegenmittel zu finden. Doch dieses Mittel hatte einen schrecklichen Preis. Für seine Suche danach brauchte Sokolov infizierte Menschen, denen experimentelle Seren verabreicht wurden, um die Reaktionen zu beobachten. Die Seuche war schon grausam genug, doch diese Seren riefen völlig neue Symptome hervor. Bei einem Patienten wurde das Blut hart wie Stein, bei einem anderen lösten sich auf einmal die Knochen auf. Die grauenhaften Schreie, so heißt es, konnten einen in den Wahnsinn treiben. Doch trotz all dem gab es laut Sokolov Fortschritte. Unglücklicherweise reichte es nicht aus, nur die Kranken diesen Tests zu unterziehen. Aus Gründen, die wohl nur ein Naturphilosoph verstehen konnte, war es zusätzlich unerlässlich, diese Seren auch gesunden Menschen zu injizieren. Bürger, die wegen geringfügiger Vergehen im Gefängnis saßen, wurden in Zellen gesperrt und bekamen Sokolovs experimentelle Seren verpasst. Die meisten dieser eigentlich gesunden Menschen ließen bei diesen Experimenten ihr Leben. Offiziell waren sie alle der Seuche zum Opfer gefallen. Sie wurden geopfert, um ein Heilmittel zu finden und landeten schließlich in Massengräbern. Wow. Okay, das ist heftig. So etwas sollte es eigentlich nicht geben. Hat man das damals auch ein bisschen beobachtet, als er das getan hat? Im ersten Teil? Ich kann mich da nicht so wirklich dran erinnern. Das ist, wie gesagt, sehr lange her. Eieiei. Wow. Okay, krass. Von hinten so erstochen zu werden. Oh. Da muss sie jemand wirklich gehasst haben. Uiuiuiui, ist klar. Ach, Schlüssel zum Sicherheitsraum benötigt, verdammt. Ist hier jemand, den ich sehen könnte? Da habe ich jetzt jemanden gesehen. Hat's geklappt? Sieht so aus. Rose Burrow. Alter! Shit! Shit! Fuck. Was mache ich jetzt? Oh nein. Der entkommt mir nicht. Shit. Au! Was zum Teufel? Zeit für Blut und Tränen. Rostiger, wir sehen uns im Nichts. Du siehst deine Kollegin im Nichts, du Idiotin. Geisteskraft. Wie willst du sterben? Ich hätte... Verdammte Scheiße. Oh, hör auf, hier rumzuballern. Ey. Hallo, Mädchen? Nicht dein Ernst, oder? Was machst du denn, Idiotin? Shit. Hätte ich das irgendwie umgehen können? Oh, wahrscheinlich. Alter, habe ich mich erschreckt. Ja, das kommt davon, wenn man ein bisschen zu hastig rumläuft. Und die Dinge nicht richtig inspiziert, bevor man irgendwas klaut. Scheiße. Ja klar, wahrscheinlich hätte ich den Schlüssel klauen müssen oder so. Ja, ist blöd gelaufen. Ist jetzt halt so. Super. Okay, aber bevor ich mich um die da hinten kümmere, sollte ich mich erst einmal darum kümmern, diesen Prototypen zum Ladenbesitzer zurückzubringen. Was? Hier ist was in der Nähe? Da unten ist was? Ja, da unten ist auch was. Okay, aber da komme ich so jetzt nicht ran. Mit anderen Worten, erst einmal wieder zurück.
Das Spiel gibt mir echt Gänsehaut. Man muss echt auf der Hut sein. Überall Fallen. Wohin das Auge auch reicht. Oh, guck mal, habe ich sogar vergessen, eine Wache zu looten. Oh, oh, nein. Ich dachte, ich hätte den ausgeschaltet. Oder war das die Lichtwand, die ich ausgeschaltet habe? Kann natürlich auch sein. Scheiße. Oh Mann. Ja gut, das ist jetzt natürlich ganz besonders scheiße. Gut. Ich kann noch einmal zurückporten, mich zurückporten durch dieses Gebäude. Dadurch bleibe ich wenigstens unentdeckt. Hep. Sieht gut aus. Nein, 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 nein! Bist du denn des Wahnsinns? Du hast nichts gesehen. Heiliger. Da war scheinbar noch einer. What the fuck? Was? Oh, ich wollte schon sagen, ey. Ich dachte schon, wie, ich bin falsch gelaufen. Ich bin auch richtig. Wo ging's nochmal zum Schwarzmarkt? Hier lang, genau, hinten durch. Und da ist er. So, hallo, ich hab das Scheißteil. Willkommen zurück. Ich sehe, Sie haben den Prototypen. Jo. Ihr Bekannter hat es nicht geschafft. Diese Arbeit ist ziemlich riskant. Aber kommen wir zur Sache. Die Bezahlung dürfte Sie bestimmt interessieren. Natürlich gibt es einen Finderlohn. Und wenn Sie möchten, zeichne ich basierend darauf einen Plan zum Verbessern Ihrer Werkzeuge. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit gibt es einen Ladenrabatt. Oh, faires danke. Angebot. Okay. Was für eine schöne Überraschung, Sie wiederzusehen. Uralter Heulbolzen, blendet Gegner, lässt Hexen fliehen. Ui. Und blendet Gegner, lässt Wolfshunde fliehen. Ah, ich krieg's noch mit Wolfshunden zu tun? Ja, geil. Ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Pistole, Ausrüstung und Kleidung. Der Bezirk ist so ruhig, seit das Konservatorium geschlossen wurde. Was gibt's denn sonst noch? Bolzen, ja. Faltklinge, Granate, Mine. So, All diese wertvollen Kunstwerke. Sie werden kein besseres Angebot in Kanaka finden. Na, was soll's. Ist mir egal. So. Oh Mann, ey. Das war jetzt vielleicht eine Tortur. Nervenkitzel. Nennt es wie ihr wollt. Nein. Hier lang. Ups. Bin ich im falschen Gebäude gelandet? What the hell? Oh, what the fuck? War ich hier noch nicht? Scheinbar nein. Ach, die Dame ist jetzt aufgewacht. Ja, ja, alles klar, alles gut. Ja, nee, nee. Dann schreib du mal. Ja, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie leicht verarscht. Um ehrlich zu sein. So. Okay. So, wenigstens so. Hm.
Nein, das war falsch. Verflixt. Komm, lad dich auf, Magie. Danke. So. Gut. Dann, ja, komme ich natürlich von hier aus nicht drauf. Ach ey. Nein! Oh, falscher Trank. Mist. Okay. So. Und wieder nach oben. Ah, okay. Die Kerle tun mir scheinbar nichts. Ich bin ja vorhin schon nicht gerade leise hier durchgelaufen und die so, oh ja, alles gut. Na, wenn das so ist. Wenn ihr mir nichts tut, tue ich euch auch nichts. Das ist doch ein Konzept, auf das wir uns durchaus einigen können, oder? So, reicht da? War das hier richtig oder? Nee, das war richtig. Ich dachte schon, ich müsste noch weiter hochgehen, aber nein. Alles gut. Ja, der Teleport war jetzt eigentlich unnötig, aber egal. Alles klar. What? Wurde ich jetzt entdeckt oder nicht? Warte, was ist das? Was zum Fick ist das? Wow. Oh. Hi. Guckt ihr auch in meine Richtung? Ja, so ungefähr. Okay. Alter, what the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, ich wäre in der Bibliothek. Was sind das für Ranken? Wollt ihr mich verarschen? Nein. Du hast nichts gesehen, auch wenn du eh keine Augen hast. Mir egal. Okay, Leute, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, wo wir hoffentlich diese Ashworth finden werden. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.